Ich habe mal wieder was Schönes zugeschickt bekommen. Und zwar soll ich für Choose Yourself einen Silikon testen. Das soll demnächst auf den Markt kommen bei den Jungs. Aber ich habe Dominik gesagt, du, ich bin eigentlich schlecht in sowas. So richtig schlecht. Beim letzten Mal hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Das war ja für den Arsch. Und da hat er sich gedacht, wenn der das hinkriegt, der Plodek, dann kann das jeder. Weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll, ob ich das als Kompliment nehmen soll oder lieber als, naja. Jedenfalls hat er mir mal zugeschickt. Zweimal 500 Gramm, ne, Komponente A und B. Die werde ich jetzt anmischen. Die sollten theoretisch hier reinpassen. Ne, 1000 Gramm passen rein, 1000 Gramm sind drinne. Ich hoffe, es passt. Und das Ganze will ich dann hier rein und da rein gießen. Hier habe ich mir einen passenden Becher gesucht und eine Kugel schön poliert und mit Trennspray eingerieben und dann fixiert. Habe mir unten drunter eine Lage Billigsilikon geschmiert, weil die Unterseite wird ja nachher eh abgeschnitten, weil ich brauche ja ein Loch. Ursprünglich hatte ich eine viel größere Kugel geplant, die ich schon aufgeräumt habe anscheinend. Die sollte dann hier rein. Aber dann habe ich mal gemessen mit Wasser. Und da passten dann noch 1,2 Kilo rein. Da habe ich mir gedacht, okay, dann lieber nicht. Dann nimmst du eine kleinere Kugel. Weil versauen ist ja in Ordnung, aber man muss ja nicht gleich so viel versauen, dass es wehtut. So, jetzt gucken wir mal. Achso, hier habe ich übrigens eine große Patrone drin. Also von der, was, Flak oder wie das Ding heißt, na, vom nicht Luftabwehr, sondern vom Flugzeug. Die habe ich da schön fixiert in der Mitte, dann die Röhre drüber gestellt und auch wieder fixiert. Und wenn da was übrig bleibt, dann kommt es da rein. So, das ist schon mal sehr schön flüssig. Wunderbar. Diese Silikon soll etwa 30 Minuten Verarbeitungszeit haben. Beim letzten Mal hatte ich eins, das war nach 10 Minuten bombenhart. Da kam ich nicht mit klar. Das ging so schnell, Wahnsinn. Aber mit 30 Minuten, das sollte man hinkriegen. Das heißt, ich kann das auch noch ein bisschen entlüften lassen. Ich hatte ja bei meinem letzten Mal so viel Luft drin, dass, naja. Den stellen wir noch ein bisschen auf den Kopf hier, komm her. Was ein schönes Blau. Sehr geil. Das ist auch eine schöne Farbe zum Gießen. Na, siehst du, da passt doch alles wunderbar in den Becher. Da habe ich sogar noch ein bisschen Platz. So, Akkuschrauber habe ich diesmal auf Stufe 1 gestellt. Ich will da nicht zu viele Blasen reinrühren.
So, ich mache euch das mal jetzt nicht zu langweilig. Drück kurz Pause, rühre den Scheiß an. Und dann machen wir weiter. So, angemischt habe ich es jetzt. Ging super, muss ich sagen. Dadurch, dass es schön dünn ist, ließ sich das super durchrühren. Ich habe auch scheinbar nur sehr wenig Blasen drin. Ich habe ja leider kein Vakuumgerät. Normalerweise würde das Ganze jetzt in die Vakuumkammer kommen und die Blasen würden alle rausgehen. Habe ich nicht. Muss ich mir unbedingt mal kaufen. Ich muss mal bei den Hartspezies gucken. Die haben ja auf ihrer Seite ein Vakuumgerät, eine kleine Kammer, ich glaube für 150 oder 160 Euro. Ja, könnte ich mir so langsam mal zulegen, würde ich sagen. Gerade bei diesen Mengen, so ein Kilo passt da schön rein in die kleine Kammer. Und mehr rührt man ja selten an, es sei denn, man macht gerade einen Tisch. Aber das lasse ich jetzt stehen. Und zwar, ja, ich würde sagen, mindestens 10 Minuten, Viertelstunde stelle ich das ganze Ding jetzt in meinen Kühlschrank. Ihr wisst, je kühler, desto länger die Reaktionszeit. Also kommt das Ding in den Kühlschrank rein. Ich habe hier bei mir im Harzraum extra so einen kleinen, ja, es ist ein Gefrierwürfel. Ein Kühlschrank wäre schöner, aber ich habe leider nur einen Gefrierwürfel. Da kommt das Ding drin. Dann wird es kühl gehalten. Und in 10 Minuten gucken wir dann, wie sich es gießen lässt. So, wollen wir mal schauen. Also, mein Silikon sieht sehr schön blasenfrei aus. Hat jetzt auch nur noch 6 Grad. Das heißt, auch wenn ich es jetzt reingieße, müsste es noch massig Zeit haben, um alle möglichen Bläschen, die beim Gießen entstehen, wieder rauszukriegen. Hoffe ich jedenfalls. Wollen wir mal schauen. Mal vorsichtig reingießen, hier über die Kugel laufen lassen. Oh, ganz sachte nicht abhauen. Da wollte mir gerade die Kugel wegrollen. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Ja, man sieht schon beim Gießen so ein paar Mini-Bläschen entstehen. Oder, ja, die entstehen beim Gießen. Schön, dass ich keine Angst haben muss, dass mir die Kugel auftreibt. Dafür ist sie zum Glück zu schwer. So, ein Nachteil bei dem undurchsichtigen Blau ist jetzt, dass ich nicht genau sehen kann, wie hoch habe ich es überdeckt. Ich muss ja eine ordentliche Randstärke haben. Aber ich denke, das soll reichen. So. Den Rest, den kleckern wir jetzt da drüben rein. Möglichst auch ohne, dass die Patrone umfällt. Oh, bitte reiche. Bitte sei genug. Ah, das klappt. Dann auch nur gerade so. Wie mache ich das denn jetzt? Zu hoch. Scheiße. Das ist ja kacke. Normalerweise hänge ich sowas dann über so einen Becher auf meinem Akkuschrauber auf. Aber das ganze Teil ist etwas zu hoch dafür. Schöne Scheiße, nu? Kann ich jetzt nicht halten, bis das Ding irgendwann leer ist hier. Das fuckt mich ja jetzt ein bisschen ab. So. Ja, kann ich
Kann ich da erstmal zusammenlaufen. So, hier sieht es gut aus. Oben drauf sind ein paar Bläschen, die hoffentlich gleich verschwinden. Hier habe ich mir auch nochmal so die Reste aus der Flasche zusammengekratzt. Da will ich nämlich fix noch eine kleine Kugel mit eingießen. Und zwar habe ich hier diese Kugelschreiberform. Ist ja eine schöne Idee. Aber durch diese riesengroße Eingießfläche sehen die einfach scheiße aus. Und da stecke ich die Patrone drin. Riecht gut. Schön glatt abschließen tut sie auch. Also ich kann auch ein bisschen überdecken. Und hier passt kaum Silikon rein. Ja, und dann hoffe ich, dass ich das dann später schön gießen kann. Dann machen wir noch einmal eine Sprühung. Bisschen Trennspray. Ja. Also hier fehlt mir noch 1,5 cm in der Röhre. Die kriege ich noch zusammen mit dem Rest. Und wenn gar nicht anders, muss ich da noch mal was rausholen, weil hier habe ich jetzt eine ordentliche Überdeckung, würde ich sagen. Mal gucken, wie viel. Oh. Nee. Da darf ich nichts rausholen. Da sind jetzt bloß 5 mm Deckung drauf. Das ist schon ganz schön wenig. Aber das Ganze muss sich ja noch ausformen lassen und dann möchte man ja da drin gießen können. Und 5 mm kann dann schnell mal reißen. Gut, da kann ich jetzt notfalls obendrauf nochmal Billigsilikon ziehen. Das sollte dann ja auch halten. Silikon und Silikon, das verbindet sich ja super. So, hier habe ich natürlich jetzt einen Haufen Blasen drin. Die muss ich noch rauskriegen. Aber dafür habe ich ja meinen Eisschrank, da kommt das jetzt drin. Der kleine Rest. Und dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit. So. Was sagt der Becher? Es läuft noch. Das finde ich ja so schön an diesem Silikon. Du hast Zeit. Mit dem anderen Silikon, Mann, da habe ich, war ich beim Rühren, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das wird schon fest. Und dann habe ich dann ganz fix gegossen. Und fix ist immer scheiße. Und hatte dann natürlich massenweise Blasen. Jetzt fehlt mir da auch ein Zentimeter, ich fasse es nicht. Ah, leck mir doch die Füße, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das meine ich mit, ne, wenn man was versaut, dann sollte es nicht gleich so wehtun. Gut, das sieht ganz gut aus. Also hier sind kaum noch Bläschen übrig. Ganz winzig kleine. Ich habe ja Angst, dass die sich von unten an der Kugel festhalten, die Blasen. Ja, das kann passieren. Der Vakuumkammer wäre schon geil. Naja, mal schauen. Tja. Und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Angst, wenn ich hier so rumrüttel, dass sich meine Kugel nochmal bewegt.
Ne, weil wenn die jetzt an irgendeinen Rand rollt, dann habe ich die Arschkarte. Ja, so ein kleines Vibro-Ei ist manchmal gar nicht schlecht. Im Harz, muss ich sagen, klappt das mit dem Vibro eigentlich wirklich. Habe ich schon ein paar Mal probiert, reingehalten ins Harz, aber die Blasen kamen deswegen nicht schneller hoch. Ich glaube, die Vibration löst die Blasen nur von der Wandung des Gegenstandes oder der Schalung ab. Ne? Das heißt, sie können dann aufsteigen, weil sie ohne Vibration einfach nur hängen bleiben an dem Teil. Aber schneller steigen sie dadurch nicht auf. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Aber wie gesagt, sie lösen sich halt von der Kugel, von meiner Schalung. Dabei hilft das. Das war es im Prinzip. Ich guck mal, was ich noch so an Resten zusammengekratzt kriege, dass ich da die Kugel noch überdeckt kriege und die andere eingegossen. Dann lasse ich das Ding hier noch ein bisschen huddeln. Und dann können wir Ausform war nach 4 bis 5 Stunden bei einer Raumtemperatur von 20 bis 30 Grad. Naja, mal gucken. Wenn ich Bock habe, dann schale ich es heute Abend aus. Aber ist meist besser, länger stehen zu lassen. Ich warte einfach bis morgen und dann schale ich es morgen aus. Ist viel schöner. Und dann werde ich sehen, hält das Silikon oder reißt es? Ich habe immer so eine Angst, dass das Silikon, wenn du zu doll ziehst, dass er dann reißt. Oder hast du irgendwo beim Loch ausschneiden einen kleinen Cut irgendwo drin, wo er nicht hingehört? Dann hast du einen kleinen Riss und der reicht und zack, springt dir das ganze Ding auseinander. Das wäre natürlich scheiße. Das liegt dann aber meistens nicht am Silikon, sondern an demjenigen, der das Loch gemacht hat. Also in dem Falle an mir. Klar, manche Silikone, die reißen allgemein schneller, andere sind starrer, die nächsten lassen sich leichter biegen. Wir werden sehen. Aber erst morgen. So, also. Für euch bis gleich, für mich 12 Stunden, ach 24 Stunden warten. So, 24 Stunden später. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Block ist fest. Und jetzt muss ich ihn nur noch rauskriegen. So, also bei Harz würde ich jetzt einfach gucken, dass ich die Wände ein bisschen gelöst kriege. Ah, ja doch. Das geht.
Nicht ganz so einfach wie mit Harz. Aber es scheint sich zu lösen. Aber Silikon haftet natürlich ordentlich. Ja. Muss ich jetzt echt meinen schönen Becher kaputt machen? Scheiße. Ja. Muss ich wohl tun. Den muss ich wohl zerschneiden. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Der gute Haribo-Becher. Die Haribo-Frösche. Muss ich meiner Frau wohl sagen, die muss mal wieder so ein Eimerchen kaufen. Weil das eine schöne Größe für alles Mögliche ist. Der reicht ja komisch. Ja. Boah, der hält aber Bombe. Meine Fresse. So, jetzt rieche ich schon. Ich hatte ja unten drunter so ein Billigsilikon drunter gemacht, um ein bisschen höher zu kommen. Da sehe ich und rieche ich schon, dass das noch nicht fest ist. Ich hatte hier dieses Sanitärsilikon eine Schicht drunter gemacht. Oh, Essig. Puh. Meine Fresse. Das ist aber heftig. Da, kann ich nochmal verwenden. Gut, das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal meine Kugel rausdrücken hier, weil ich nichts anfassen kann. Das ist ja kacke. Soweit habe ich da wieder nicht gedacht. Muss die restliche Soße jetzt erstmal fest werden. Das dauert wahrscheinlich dann nochmal 24 Stunden. Ja, also der Silikonklotz hier von Choose Yourself fässt sich super an. Der ist schön fest geworden. Na komm, geh ab. Gehst du ab. Ich kann es gar nicht anfassen, die Scheiße hier. Full Dive. So. So, da sieht man dann auch schon, ja, das Loch wird wahrscheinlich nicht reichen, um dann die Kugel rauszudrücken. Ich probiere es natürlich erstmal, aber ich denke mal, so ein paar Millimeter muss ich dann auch drum rumschneiden. Und ja, wenn ich richtig gut bin, dann, ich habe ja eine kleine Vertiefung hier. Also die könnte man dann später mit aufgießen und hätte dann, naja, einen relativ unförmigen Sockel. Ja, aber wie gesagt, das muss jetzt nochmal 24 Stunden härten. Ich kann ja jetzt hier nicht anfassen und das rausdrücken, sonst habe ich ja alles voll mit dem scheiß Baumarkt-Silikon. Das hätte ich vielleicht nicht drunter schmieren sollen. Aber dann hätte nicht gereicht für bald für alles. So, jetzt ist mir doch warm geworden.
Jetzt werde ich mal meinen Luxuskörper aufschälen hier. So. Hier habe ich ja die Patrone drinne. Da habe ich schon mal hinten eingeritzt eben. Damit das nicht so lange dauert. Hier habe ich ja zum Glück auch nur das Silikon genommen von Choose Yourself 11. Ach, das ist auch ein Name. So, das geht schon mal sehr schön raus. Das sieht sehr gut aus. So, das hat auch super gepasst. Sieht man das, dass da unten die Patrone... Ja, genau, das sieht man. So, meine Idee war jetzt, die Patrone längs da rauszudrücken. Ja, das... Ich weiß nicht, ob das klappt. Ne, weil gerade bei diesen hohen Formen hat man ja doch mal das Problem, es lässt sich nicht umstülpen, du drückst dir einen Wolf, um da was rauszukriegen. Deshalb schneiden ja die meisten jetzt so zickzack von der Seite ein. Aber das wollte ich ja gerne vermeiden. Das würde ich echt gerne vermeiden, dieses Zickzack einschneiden. Also auf jeden Fall ist das Silikon schon mal gut stabil. Die Kugel ist auch schon locker. Also Luft habe ich schon reingekriegt. Jetzt muss ich bloß noch den Rest rausbekommen. Das ist wieder nicht das richtige Werkzeug hier. Ich könnte ja kotzen. Eine vernünftige Wasserpumpenzange wäre jetzt angebracht. Oh, ist wieder reingerutscht. Auf jeden Fall ist das Silikon schon mal sehr stabil. So wie ich hier rumrange, wäre manch anderes Silikon schon kaputt gegangen. Ah, jetzt kommt sie, jawohl. Ja, yeah. Komm, Baby. Komm, gib's mir. Ja. Au. Alter Schwede. Ja. Yeah. Ja, komm, zieh ihn raus. Zieh ihn raus, ja. Oh. Deshalb immer schön Gleitmittel. Entschuldigung, Trennmittel. Boah. Sag mal. Ja, also. Oh. Huh. Da ist er. Jo, schönes Ding. In einem Stück rausgekriegt. Jetzt noch sehen könnte, wie glatt die ist innen drinne. Also es fühlt sich schon mal sehr glatt an. Kann natürlich nicht reingucken. Das werde ich dann wohl erst sehen, wenn ich es einmal gegossen habe. Frage ist, kann ich nach 24 Stunden schon reingießen? Eigentlich ja, ne? Eigentlich sollte man da schon reingießen dürfen. Weil dann würde ich nämlich jetzt eine gießen. Und wenn ich morgen das andere Teil hier ausforme, dann könnte ich hier schon mal gucken, ob ich das Gegossene auch rauskriege. Ist mir doch tatsächlich da was reingefallen. Das probiere ich aus. Ich glaube, da gieße ich gleich was rein. Da gieße ich gleich mal eine Kugel. Und dann sehen wir, ob ich das auch wieder rauskriege. So, und jetzt hier meine kleine Mini-Patrone. Die muss ich längs aufschneiden, anders kriege ich die garantiert nicht raus. Also filigrane Sachen sind ja überhaupt nicht meins. So. Oh, sehr cool. Ich habe ja beim Aufdrücken eben Angst gehabt, da wo ich geschnitten habe, reißt es weiter. Aber nein. Das sieht sehr gut aus. Ja, scheiße, Spitze ist drin geblieben. Fuck.
So eine Scheiße. Ah, da kommt sie. Da ist er. Puh, so, siehst du. Sehr schön. Also die werde ich auch gleich einmal gießen. Da muss ich, jetzt habe ich ja so einen Schlitz, den kann ich natürlich beim Gießen aufbiegen und dann wieder zulassen, zumachen. Dann probiere ich mal. Und wenn nicht anders, muss ich halt an der Stelle ein Loch einmachen. Aber somit als Schlitz würde mir das ja noch besser gefallen. So, mal schauen, ja. Gut, dann heißt, ihr müsst noch ein bisschen länger warten aufs Ergebnis. Aber morgen kann ich dann schon mal was ausschalen. Und den kriege ich auch rausgenommen morgen. Gut, also nochmal 24 Stunden. Bis morgen. So. Also beim Baumarkt-Silikon musste ich jetzt echt runterschneiden. Das ging gar nicht. Das Zeug reagiert so heftig mit dem guten Silikon, dass beide Seiten nicht fest werden. Die vermischen sich an der Kontaktstelle so ein bisschen und werden beide nicht fest. Finde ich ja kacke. Naja, was schmiere ich auch so einen Scheiß da unten drunter? Jetzt muss ich mir leider Handschuhe anziehen. Ich habe zwar schon oben rumgeschnitten, aber ich habe immer noch so ein paar Stellen, die kleben. Ich hoffe, die härten noch irgendwann. Aber im Moment sind die noch klebrig. Deshalb Handschuhe. Ja, dann ist das, wenn man sparen will, ne? Dann kommt so ein Scheiß dabei raus. Andererseits, wenn ich das jetzt nicht genommen hätte unten drunter, dann hätte es für meine Patrone nicht mehr gereicht. So. Dann schauen wir doch mal, ob sich das ausschalen lässt. Ist ja immerhin eine heftige Kugel drin, ne? Auf jeden Fall habe ich schon mal festgestellt, dass das Silikon sehr strapazierfähig ist. Also auch beim Schneiden, das war nicht so einfach. So, aber ich glaube, ich muss noch mehr freischneiden. Ich kriege die wohl so noch nicht ganz raus. Das ist ja ärgerlich. Also locker ist es schon. Aber sie passt nicht durch das Loch. Ich habe nur ordentlich eine ordentliche Wandungsstärke gewählt. Da kann man natürlich dann schwer das Silikon dehnen. Ja. Schöne Kacke. Muss ich da echt noch mehr freischneiden? Das ist doch scheiße. Kann ich das schöne Silikon hier nicht wegschneiden? Ja, weil ich habe ja nachher hier schon ein Stück Kugel, was mir dann unten fehlt. Aber es haben ja auch einige geschrieben, nee, mach lieber zwei halbe. Aber ich dachte mir, eine schöne Kugel, wo gleich unten eine flache Stelle dran ist zum Hinstellen, ist ja auch in Ordnung. Aber leck mich am Arsch, ich krieg das scheiß Ding nicht raus. Ums Erbrechen nicht. Geh doch durch, du Scheißding. Jetzt komm, komm, komm. Da ist du schon. Heide Witzka. Wo drücke ich denn das Scheißding jetzt drauf? Ich will es ja auch nicht gleich kaputt machen. So eine Scheiße. Habe ich nicht eine Kugel hier liegen zum Drücken? Da. Das scheiß Ding kann auch unten drunter. Und dann drückt das Baby raus hier. Oder auch nicht. Da. Meine Fresse. Boah. Achso, ganz nebenbei. Wo ich es gerade in der Hand habe. Sagen wir mal. Flüssig, was Flüssiges.
frisches Zeugs, organisches eingießen geht nicht. Ja, ich mache mal ein bisschen sauber. Geht problemlos. Das habe ich vor Jahren mal eingegossen. Frisch aus dem Nest gefallen und verreckt. Ja, wenn ich die Kamera jetzt noch scharf stellen würde, dann wäre das noch besser, aber naja. Ein Küken. Ne, nicht vergammelt, sondern einfach konserviert. Jetzt komm hier raus, du Scheißding. Gibt's doch wohl gar nicht. Oh. Ich weigere mich ja, das Loch größer zu schneiden. Ich will das nicht größer machen. Das ist doch kacke. Kann doch nicht warzen, Schwein. Oh, auf jeden Fall ist es extrem reißfest. Oh. Ja, okay. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss das Scheißding echt größer schneiden. So eine Kacke. Darf man fluchen auf YouTube? Ich hoffe. Man darf ja heute nicht mehr viel öffentlich, im öffentlichen Bereich, aber fluchen wird ja wohl erlaubt sein. So. Muss ich da echt noch einen Zentimeter abschneiden. Ich könnte ja kotzen. Und das Zeug ist auch beim Schneiden so stabil. Also ich weiß ja nicht, wie die Mädels dazu schneiden, hier so die Linda und die Bianca, die machen ja auch sowas. Ich muss sagen, mit dem Cuttermesser ist das gar nicht so einfach. Gut, meine Klinge ist jetzt nicht die ganz neue, aber das ist echt widerstandsfähig, das Zeug. Aber ich bin ja schon mal froh, dass es sehr reißfest ist. Weil sonst wäre mir das in der Mitte schon durchgerissen. So. Das ist aber auch stabil. Nun komm aber. Nun komm, mach Papa stolz. Ja, fein. Feini. So. Ja, also. Ihr guckt dir das an. Also. Leck mich am Arsch! Das ist ganz dünn. Guck mal, selbst da, wo das ganz dünn ist. Kriegst du mich durchgerissen? Oh, meine Fresse. Also das ist ja mal geiles Material. Ja, nicht übel. So, jetzt aber. Jetzt komm endlich raus hier. Oh. Ich kann die Kugel schon drehen da drinnen. Aber sie will nicht raus. Kann aber nicht wahr sein. Also ein bisschen. Bisschen elastischer wäre schön. Oh, meine Fresse. Das ist ja wie ein Kind kriegen. Aber sie ist fast draußen. Jetzt komm, wir, du rutschst noch mal rein. Ja! 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 Oh! Heidewitzka! Puh! Oh. So.
abgesehen von dem Dreck, den ich gerade reingeschmissen habe, sieht es schön glatt aus. So ein paar Spuren sind dran. Das muss wahrscheinlich, muss ich mal gucken, womit man das am besten reinigt. Aber eine kleine, da muss irgendwas muss gekratzt haben. Eine kleine Kratzerstelle habe ich drin. Aber so, jetzt aber, ich habe doch Licht hier. Ich habe doch Licht an dem Ding. So. Kamera macht, jawohl. Naja, also ihr seht, da ist so ein leichter Film drauf. Den muss man jetzt wahrscheinlich irgendwie reinigen. Und irgendwo habe ich da. Na, jetzt macht sie wieder nicht scharf, ich weiß es nicht. Na, so einen kleinen Kratzer habe ich da drinne. Aber, alter Schwede, boah. Geile Zeug. Also, extrem stabil. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Wandung viel dünner gemacht. Also ich habe jetzt, wo ist mein Zollstock? Also, ich habe eine Wandungsstärke. Naja, so viel ist da gar nicht. Also ich sag mal, wenn ich die Mitte der Kugel anpeile, dann ist meine Wandung vielleicht 1 cm dick. Ja, hier oben ist natürlich viel dicker, unten drunter auch. Aber in der Mitte habe ich einen knappen Zentimeter. Ja, viel weniger ist wahrscheinlich auch doof. Ja, aber man hat schon ordentlich zu kämpfen. Ich bin ja gespannt, wenn ich das Teil morgen ausschale. Ob ich das auch rauskriege. Also die Patrone selber ging ja erstaunlich gut raus. Und jetzt habe ich ja schon gegossen. Ich denke, ich werde auch gleich das Ding noch gießen hier. Mal gucken, wie ich das geputzt kriege. Dann gieße ich das voll. Aber da gieße ich ja dann das Pro Plus rein. Also das kriegen wir morgen nicht ausgeschaltet. Ja, aber gucken wir mal, was da so rauskommt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Kommt demnächst in Verkauf. Müsst ihr mal gucken. Choose yourself 11. Ja, jetzt blendet es natürlich wie Sau. Oben steht die Webadresse. Na, komm. Ja, kriegt er natürlich nicht scharf. Also www.chooseyourself11.com. Kein .de, sondern .com. Nehmen wir mal das Licht wieder aus, vielleicht geht's dann. Ach, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Das ist doch kacke hier mit meinem Handy. Macht die kleine Schrift nicht. Aber hier oben steht's, ne? Chooseyourself11.com. Müsst ihr mal raufschauen. Die haben ja alles Mögliche. Die haben ja auch Harz. Die bieten das. Hackelharz haben die mit drin im Sortiment. Und die haben fertige Silikonformen. Und Glitzerkram und weiß der Dachs was. Also da könnt ihr mal durch den Shop gucken. Findet sich immer was. Ne, was haben die hier? Achso, das ist jetzt das Bob Platinum für Epoxy und Nail Art. Ne, also ich denke, ich kaufe ja sowas nicht so wirklich sonst, aber ich glaube, davon bestelle ich mir noch mal ein Kilo. Ich weiß ja nicht, was es kostet, da ich es ja jetzt umsonst bekommen habe. Aber ich glaube, davon gönne ich mir mal ein Kilo. Da kann man bestimmt noch ein paar schöne Sachen mit abformen. Boah, glühen mir die Pfoten. Ist das warm. Da mache ich bestimmt noch mal die eine oder andere Form mit. Ja. Jetzt ist die Frage, warte ich noch bis morgen? Ja. Ich zeige euch noch hier im Anschluss gleich, was hier rauskommt. Und dann soll es das gewesen sein. Habt ihr jetzt lang genug zugeschaut hier? Boah, ist mir warm, ey. Alter. Nicht schweigt. Diese scheiß Schmerzmittel, die ich permanent nehme, die bringen einen so schnell ins Schwitzen. Das geht gar nicht. Puh. So, gut. Also, bis gleich. Wir formen hier gleich mal aus. Und dann soll es das gewesen sein. Achso, den können wir auch rausnehmen. Den anderen, den kleinen hier, die Mini-Patrone. So,
dann wollen wir doch mal schauen. Also hier habe ich natürlich Pech gehabt. Hier ist mit mir die ganzen Flakes auf dem Boden gesackt. Ich habe eben nochmal durchrühren wollen. Ja, und außer Luftblasen ist nichts passiert. Ich hatte so ein paar schöne Glitzerflakes mit reingekippt, aber naja. Die sinken halt immer zu doll zu Boden. So, mal gucken, ob wir das Ding hier rauskriegen. Möge der Kampf beginnen. Ich hoffe, ich bin nicht zu früh dran. Das ist ja, wenn man zu früh ausschaltet, hat man schnell Fingerabdrücke und weiß der Fuchs, was nicht alles dran. Ah, das sieht gut aus. Okay, es sah gut aus. Na, ist das wirklich hart genug? So ein paar leichte Abdrücke, da lasse ich noch auf dem Harz. Robert kommt raus, das geht. Ja, das ist natürlich immer mit dem Vakuum, was sich da drin schnell bildet. Schwierig. Aha. Ja, das geht doch. Ich habe ein bisschen spät die Farbe reingemacht. Die sollte eigentlich bis unten runterfallen, aber naja, macht nichts. Also, unten noch den Rand ein bisschen abschneiden. Und dann ist die Patrone fertig. Nur meine Kamera kriegt sie wieder nicht scharf gestellt. Ich fasse es nicht. Also, ich brauche echt eine neue Kamera. Aber ich kann ja, wenn ich das nicht hier drücke. Jawohl. So. Ja, jetzt mit dem Farblos und dem Weiß, das wirkt nicht so. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Naja. Aber funktioniert. Nicht übel. Also, geile Silikon. Kann man nichts sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Gucken wir, der andere sagt, der auch rausgeht. Ach, Vakuum. Ein Vakuum. Oh, eine Luftblase drin. Schade. Oh, da ist eine riesen Luftblase drin. Und das Harz ist noch ein bisschen weich. Ja, Arbeit geht. Ich hab doch Licht. Warum mache ich das Licht nicht an? Immer vergesse ich das Licht anzuschalten. Ja, da habe ich zwei fette Luftblasen drin. Aber ansonsten in der richtigen Farbe würde das Ding, glaube ich, ganz gut aussehen. Jo, also funktioniert. Aber ich muss halt das Harz recht flüssig reingießen. Besonders in die kleine Form hier. Damit die Luft entweichen kann. Naja, das Problem kennt man ja. Ja, wie gesagt, haut hin. Ich habe keinen Flyer mehr von Choose Yourself, sonst würde ich den nochmal in die Kamera halten. Aber Choose Yourself 11, ne? Oder ChooseYourself11.com. Und da kriegt ihr das Silikon und diverse weitere Sachen. Nicht schlecht. Also das Silikon gefällt mir. Schön langsam und saumäßig stabil. Also, alle Achtung. Geile Zeug. Und für 1 Kilo Packung, mit 500 Gramm kannst du nichts anfangen. Also 1 Kilo ist auf jeden Fall besser. Und da kann man schön mit basteln. So, das war's auch schon. Lasst ein Like da. Abonniert mich.
kauft bei Choose Yourself und guckt, wann ich als nächstes poste. Reingehauen.